Gibt es ein Frauenauto überhaupt? Vielleicht mal gerade hier direkt neben mir. Sie stehen jetzt leider neben mir, Sie müssen anfragen, Frau Wagner. Ein Frauenauto, gibt es sowas? Ja, denke ich schon, oder? Also, ich denke, es gibt gewisse Autos, die gerne von Frauen gefahren wären und, sag ich mal, wo Männer auch nicht mutig genug sind, sie zu fahren, oder? Zum Beispiel? Ein Beispiel von Ihnen? Ja, ich finde, so ein typisches Frauenauto ist so der Mini, oder? Also irgendwie sieht Männer im Mini ist irgendwie peinlich. Könnte ich mir jetzt bei dir auch nicht so ganz vorstellen, Andreas. Aber Andreas? Ist das? Nö, ne? Nein, aber der Mini ist super erfolgreich. Und ja, total. Es gibt noch einen zweiten, das ist der Fiat 500, den auch die Frau, die ich kenne, meiner Verwandtschaft, fliegen drauf. Ja, und sagen, damit werdet ihr nicht glücklich. Aber da die ja nichts anderes haben wollen, kaufen sie ihn eben doch und werden natürlich damit nicht glücklich. Herr Voss, gibt es bei Ihnen bei Hyundai eine Abteilung, wo man auf dem Türschild Frauenauto-Entwicklungszentrale lesen kann oder sowas? Nee, das würde auch keinen Sinn machen. Nein, also zum Glück gibt es das Frauenauto nicht. Vielleicht eine Farbe für ein Auto, die einer Frau besser gefällt. Aber nee, das wäre eine Ausgrenzung, die wollen wir nicht von den einen oder den anderen. Tatsächlich ist es bei uns so, dass Autos wie ein kleiner i10 oder ein großer iX35 von Frauen gleichermaßen gerne gefahren werden. Also es ist, glaube ich, eher so, dass das Wohlfühlen in einem Produkt, in einem Auto, das am Ende ausmacht. Das gilt für Männer wie für Frauen, auch für junge Autofahrer. Ich denke, das erste Einsteigen ist schon so ein Gefühl, das man da aufbaut und wo man nachher sagt, ja, klappt, passt oder passt nicht. Ich habe heute noch bestimmte Marken, in die ich einsteige und denke, nee, passt nicht. Ist halt so. Fragen wir doch mal Frau Georg. Frau Georg hat ja eine Fahrschule nur für Frauen und natürlich viele Frauen, die das Fahren lernen oder wiedererlernen. Und sicherlich unterhält man sich ja da auch mal so von Beifahrersitz zu Fahrersitz mit den Aspirantinnen, was die danach fahren wollen. Gibt es da Vorlieben, die Sie erkennen? Grundsätzlich erstmal Autos auch, die entsprechend ihrer Möglichkeit einsetzbar sind. Je nachdem, wenn dann Frauen dabei sind, die dann schon an die Familienplanung denken, dass es doch ein etwas größeres Auto werden sollte. Oder wenn noch keine Familienplanung vorgesehen ist, dass es dann schon in die Richtung geht, entweder Mini Cooper oder auch Fiat 500. Sehr beliebtes Auto. Erstmal klein, bezahlbar. Und es muss auch nichts Neues sein, also erstmal nur etwas, womit man mobil bleibt und im Fahren bleibt und wenn man nachher besser ist und die entsprechende Fahrpraxis hat, dass man sich dann auf etwas Neuwertigeres dann einrichtet. Geht also nur um rationale Argumente oder auch so Sachen wie Sicherheit, Umweltschutz? Ja, aber Sicherheit muss auch bezahlbar sein, leider. Also Sicherheit sollte schon günstiger im Angebot sein, aber heutzutage ist es ja so, als das, was ich an Fahrassistenzsystemen zusätzlich buchen möchte, um da auch für mich und für andere sicherer im Straßenverkehr unterwegs zu sein, kostet auch. Und das Geld ist oft nicht da bei den Fahrerlaubnisneuanwärtern. Frau Manns, Sie sind Rennfahrerin. Wenn Sie jetzt in ein Autohaus kommen und er sagt, schauen Sie mal, Frau Manns, hier super süß, knuffig, kleine, runde Lichter, wäre das nicht was für Sie? Was würden Sie da sagen? Deshalb, ich glaube, ich falle so ein bisschen aus diesem Raster raus. Also ich würde mich nicht direkt angesprochen fühlen von dem kleinen, runden mit den süßen Lichtern. Also deshalb für mich ist auch das Thema Auto, ich bin mit Autos groß geworden, mit Autos aufgewachsen. Ich sehe das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders, als vielleicht auch die Erstkäuferin, die das Auto sieht. Für mich ist es nicht nur ein Nutzmittel, sondern es muss mir gefallen. Es ist nicht nur für ein Transportmittel von A nach B. Deshalb ist für mich die Emotion beim Autokauf vielleicht etwas größer als bei jemand anders. Vielleicht auch eher so der Blick auf die PS-Zahl, nehme ich mal an bei Definitiv. Ihnen. Wie viel musst du es haben bei Ihnen, so ein Auto, wenn Sie sagen, das ist jetzt mal ein richtiges Frauen-Power-Auto? Leider, man gewöhnt sich an so vieles, ja. Da ich meistens doch sehr hochmotorisierte Autos fahre. Ja, also das ist jetzt ab 500 PS macht es schon Spaß.